Pech für die Cottbusser. Meierhofer, na klar hat er die Flanke erwartet. Aber dass er vom Hünemeier angeköpft wird, damit musste er wirklich nicht rechnen. Da haben sie richtig Glück gehabt. Bitter für Hünemeier. Die Flanke kommt von Schahan. Der will klären und köpft dann Meierhofer an. Von dort prallt der Ball ins Tor zum 1:0.